Wenn ich euch beide schon sehe, ihr seht so dämlich aus, aber so richtig blöd. Ihr stolpert über eure eigenen Haxen. Aber wir sind heute gar nicht gestolpert. Wie? Dafür seid ihr schon oft genug auf eure Steckdosen gefallen. Ich erinnere euch nur an vorige Woche. Da seid ihr über eine Erbse gestolpert und die olle Holle über euch rüber mit ihrem ganzen Bettzeug in die Ziege rein. Eure Gesichter hättet ihr sehen sollen. Blöd, aber so richtig blöd. Das kannst du so jetzt aber auch nicht sagen. Na, Debbie? Das kannst du nämlich gar nicht so sagen. Warum nicht? Du, Debbie, hast nur Strohschädel und du, Silly, nur Holzkopf. Das kannst du so jetzt aber auch nicht sagen. Ja, Debbie? Debbie? Hm? Das kannst du so auch nicht sagen. Sag doch nicht nochmal zu Silly. Ach. Mensch, Debbie! Siehst du? Was denn? Silly hat sie doch auch was Gemeines gesagt. Ja, was denn überhaupt? Sie hat gesagt, du hast einen Stromschädel. Ach so. Sag das nicht nochmal zu mir. Was meinst du denn damit? Weil, dass ihr beide blöd seid. Ihr seid doch selbst für ein Kotelett zu blöd. Und ihr merkt das noch nicht, weil das doof sein kann. Natürlich merken wir das. Ach, Debbie! Was denn jetzt schon wieder? Ja, du darfst es nicht zugeben, dass du merkst, dass wir blöd sind, wenn sie sagt, dass wir dumm sind. Ja, was soll ich denn sonst sagen? Ah, erzähl dir von der Schule. Ja. Ich erzähl dir jetzt mal, nämlich mal was von der Schule. Sag nicht, ihr wollt zur Schule. Doch, und dann zur Schweineuni. Wohin? Genau, das hat uns nämlich Herr Kaczynski erlaubt. Da wir mal sowieso nicht gewesen wären, gehen wir ab Sommer noch einmal zur Schule. Und dann zur Schweineuni. Der hat euch doch bloß veräppelt, der alte Kaczynski. Und ihr merkt das noch nicht mal. Wenn die Sache nicht so unverschämt ernst wäre, würde ich jetzt einen Lachanfall kriegen. Sonst ist so, wenn ich fragen darf? Weil nicht jedes dumme Schwein in eine Schule gehört. Ja, aber wohl. Zur Schule gehören nur diejenigen, die aus ihrem Leben etwas machen können. Ja, deshalb geben wir ja auch hin. Nein, ihr seid da falsch. Ihr seid die geborenen Strohschädel und Holzköpfe. Ihr müsst so bleiben. Wenn ihr zur Schule geht und etwas lernt, dann funktioniert unser Märchen nicht mehr. Und dann gerät alles aus den Fugen. Und dann wirken die Schlauen nicht mehr so schlau. Aber du darfst natürlich zur Schule, du Obersau, ne? Schweinerei. Na, ich habe mein Haus ja auch aus Stein gebaut. Es sind halt nicht alle Schweinchen gleich. Das ist doch der Sinn unseres Märchens. Es gibt Blöde, Doofe und Schlaue. Kapiert ihr das nicht? Wozu wollt ihr in der Schule etwas lernen, wenn ihr doch auf ewig eine Nebenrolle spielt? Kaczynski hat euch an der Nase herumgeführt, um euch zu beruhigen. Und ihr merkt das noch nicht mal. Oh, das ist aber verletzend und gemein. Und macht mich wütend. Dann kann ich also gar nicht mehr mit Silly zur Schule und dann zur Schweineuni, was? Ich würde stark davon abraten. Für mich allerdings wäre ein Studium an der Schweineuni durchaus eine Überlegung wert. Na, mal sehen, Architektur oder so. Ich will gar nicht auf diese blöde Schule. Die ist nur aus der Eingeberschweine. Was? Sag das doch mal, du Grützwurst. Die Schule ist nur aus der Eingeberschweine, du altes Ferkel. Du altes Ferkel. Ich lach mich kaputt. Das ist doch ein Paradoxon. Mir doch, ja, das ist ein Sohn, das ist eine dumme Idee. Ich bin ein weibliches Schwein und schlau. Schnell, sag schlau, Schwein zu ihr, schnell, sonst gibt's Ärger. Na gut. Entschuldigung, du arrogantes Schwein. Was hast du gesagt? Arrogantes Schwein! Mach dich zu guter, du fettes Ferkel! Komm doch, komm doch! Aus dem Weg, du Holzverlassene! Ich mach das Schwein fertig! Nein, das ist Debbie! Ich sag dir weg, du dummes Schwein! Wenn schon dummes Schwein, ich kann darauf bestehen! Und du wirst den Gesamten beschneller, du dummes Schulschwein! Du machst dich auch nicht mehr! Schwein! War voll in den Matsch. Das ist eure Schuld. Jetzt bin ich auch noch dreckig und eine blöde Freude kriege ich auch. Na, damit werden sie mich auf deine Eingeberschweineschnur aber nicht mehr aufnehmen. Alles gut, seit der Vititschal genug. Nö, die hat mich beleidigt. Ich gehe die jetzt anmelden auf der Schule von Verwaltung Dreckschwein. Mit Herrn Kaczynski habe ich auch noch ein Händchen zu machen. Oh, warte, Debbie, ich komme mit. Ey, ihr könnt mich doch nicht alleine lassen. Debbie, Silly, ich bin verletzt. Wenn mich der Wolf so findet, ist es aus mit mir. Bitte kommt zurück, ihr seid gar
kein Schwein! Debbie, Silly, wartet auf mich! Komm mit, gib den Feind Schritt! Komm mit, mach mit, gib den Feind Schritt! Komm mit, mach mit, gib den Feind Schritt! Hey, was ist denn los? Warum macht ihr einen solchen Lärm? Ja, hast du das noch nicht mitgekriegt? Wir sammeln alle Unzufriedenen des Buches und machen einen Aufstand! Hör auf, Mathilde, wer ist denn hier unzufrieden? Ich? Siehst du, Alkoholle? Siehst du? Es gibt viele, die aus den unterschiedlichsten Gründen wütend, sauer und bereit sind zu kämpfen. Wie steht's mit dir, Pechmarie? Hast du Lust mitzukämpfen und dabei mal wieder so richtig auf den Putz zu hauen? Du hast doch auch lange keine Brot und Äpfel mehr im Stich gelassen, oder? Bin dabei, Mathilde. Lass uns mal. Und gegen wen wollt ihr kämpfen, wenn ich fragen darf? Das siehst du doch. Außerdem ist es egal. Kommt, Freunde, nehmt euch zu essen und zu trinken und bewaffnet euch. Hier liegt genug herum. Kommt mit, macht mit, gebt den Feind Schritt. 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 Blut, nur dann ist alles gut. Wir wollen Blut. Und dann ist alles gut. Hi, ich bin der böse Wolf und wollte fragen, ob ich bei euch mitmachen kann. Du siehst so scheiße aus. Ja, aber nur äußerlich. Innerlich bin ich noch der alte Menschenfresser. So richtig wolfig böse halt. Das glaubt ihr doch kein Schwein. Ruhe, sonst. Sonst bist du mit einem Brautstrauß, oder was? Oh ja, Wolf, bring ihn zu mir. Ich fang ihn dann und bin mein Braut. Durch dich wird die Moral der Truppe untergraben. Geh mir aus den Augen. Wir haben etwas Böses vor. Aber ich bin böse. Nur sehe ich ihn nicht da raus. Komm mit dir. Kaczynski, komm mal raus. Mit dir ist es jetzt aus. Kaczynski, komm mal raus. Mit dir ist es jetzt aus. Kaczynski, komm mal raus. Mit dir ist es jetzt aus. Kaczynski, komm mal raus. Mit dir ist es jetzt aus. Kaczynski, komm mal raus. Mit dir ist es jetzt aus. Kaczynski, komm mal raus. Mit dir ist es jetzt aus. Kaczynski, komm mal raus. Hier bin ich. Habt ihr nicht gehört? Hier bin ich. Was wollt ihr? Komm mal raus. Wir wollen mit dir abrechnen. Genau, abrechnen. Wieso? Was habe ich denn getan? Was du getan hast? Du lässt uns in Nichtstuerei versinken. Genau, versinken. Du hast uns hier eingesperrt. Genau, eingesperrt. Du hältst uns seit Jahren in Märchenhaft. Genau, Märchenhaft. Märchenhaft ist das. Ich kann aber nichts dafür. Das ist halt in manchen Büchern so. Und dann dieser ständige Blätteralarm. Das ist alles deine Schuld. Genau, deine Schuld. Nein, das stimmt nicht. Das sind die Menschen mit ihren Kindern. Die lesen nicht mehr richtig, die blättern nur noch. Schluss jetzt! Ich habe eine Übermacht an wütenden Figuren hier hingeführt. Und wenn du nicht freiwillig herauskommst, stürmen wir dein Büro! Stürmen! 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 Wenn ihr glaubt, dass ich mich nicht wehren kann, dann habt ihr euch geirrt. Ich habe in meinem Büro eine Menge Soldaten stationiert. Aber das glaubt ihr doch kein Schwein! Captain! Männer, seid ihr bereit? Aye, Sir! Okay, ein Schwein glaubt ihr. Und jetzt zurück in euer Kapitel, bevor es zum Blutvergießen kommt. Nein, wir können uns doch nicht. Nein, 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 nein. Los jetzt! Wir greifen an! Tötet ihn! Haut! 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 Das ist Leseralarm, das ist kein Blätteralarm. Leseralarm.
Rechts, alle rechts von Justin, bitte hinter Yvonne. Also Björn. Maxi.